Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 15. Ich hab's endlich wieder geschafft. Bin einigermaßen wieder gesund und wir können uns jetzt hier mal ein bisschen umsehen. Geführte Tour Altissia von seinen schönsten Seiten. Lernen Sie bei diesem geführten Tagesausflug Altissia von seinen schönsten Stellen kennen. Mischen Sie sich bei Gondelfahrten unter die Einheimischen und erleben Sie in der Arena Galviano den Nervenkitzel der Toto-Mostro-Kämpfer. Bei freien Plätzen kann die Tour auch noch am Veranstaltungstag gebucht werden. Cool. Interessieren hier nur keine Sau. Wir wollen uns hier ein bisschen umsehen heute. Die neue Stadt kennenlernen. Und schwimmen können wir nicht. Das haben wir schon festgestellt. So. Was wir auf jeden Fall brauchen ist... Es gibt doch noch eine Reisekontrollen? Der Passierschein allein reicht nicht aus? Wie? Ich habe keine Tiere oder so dabei. Alles gut. Stehen bleiben! Weshalb reisen Sie ein? Also, Ignis vorschicken, Kit vorschicken, Kit vorschicken. Sid, der meint dich. Hey, was fällt dir ein? Also, wir wollen zu diesem Laden. Sie wissen schon, Margo. Margo? Nie gehört. Ah, einer von der Sorte, was? Also, da wird dann der Vergnügungsabschlag fällig. Macht insgesamt so viel. Wie stehe ich denn jetzt da, du unverschämter Bengel? Rück wenigstens den Vergnügungsabschlag raus. 3000 Gil! Shit. Nein! Weißt du, wenn ich das Geld nicht gehabt hätte? Sehen wir uns den Laden mal an. Klar, man sieht sich bei Margo. Vielleicht schaffen wir es ja auf einen Tee. Dann beeilen wir uns besser. Ist Margo ein Puff? Hört sich jedenfalls so an. Gut, schauen wir uns mal um. Was? Eine Blume sagt mehr als 1000 Worte. Und zur Sicherheit können Sie ja eine Karte dran heften. Wir suchen also den Kerl von dem Foto. Ein alter Freund. Per Gondel auch durch die Stadt des Wassers. Altissia lässt sich am besten bei einer Gondelfahrt durch die zahlreichen Kanäle erkunden, ob Blisco Park oder Arena Galvanio. Alle wichtigen Sehenswürdigkeiten werden direkt angefahren und die Aussicht von den höchsten Wasserwegen ist einfach phänomenal. Hast du ihn mal getroffen, Nott? Nein. Camelia war schon wieder im Mago? Sie scheint sich gut mit dem Besitzer zu verstehen. Aber zum Spaß war sie sicher nicht dort. Gab sicher einen Grund für ihren Besuch. Was haben die Leute mit ihrem Spaß? Und was ist das da hinten? Wie sieht's aus? Nimmst du dir kein Hotel? Diese piekfeinen Läden sind nichts für mich. Und Verpflegung? Für wie senil hältst du mich? Kochen krieg ich gerade noch hin. Außerdem bringt Wesker mir sicher ein Tröpfchen vorbei. Nockt! Sieh mal! Nein! Was denn? Jetzt nicht! Hier kann man später wahrscheinlich mit der Gondel fahren, das ist okay. Ach, wo bist du denn, Prompto? Wo übernachten wir heute? Hotel Livillier, Altissia. In Laufnähe zu einer Gondelhaltestelle ist unser Hotel der perfekte Ausgangspunkt, um die Stadt des Wassers zu erkunden. Erholen Sie sich in unserem geräumigen und komfortablen eingerichteten Zimmern von Ihrem Alltagsstress. Die Frage ist, kriegen wir da vielleicht sogar mehr Erfahrung via Maruza? Oh, hier gibt's viel zu lesen, ey. Krass. Da könnten wir essen, aber hier ist doch keine Sau. Hier ist einfach keine Sau. Hier ist eine Angestellte, cool. Silbermünze. Oh, da liegt noch was. Hä? Das hat doch gerade geleuchtet. Das ist Wasser. Was für eine Verarsche. Naja, ich springe am besten hier durch die Gegend, das geht ein bisschen schneller als laufen. Weil sprinten können wir hier nicht. Kann ich jetzt wieder sprinten? Dann springen wir weiter durch die Gegend. Ihr seht schon, ein bisschen schneller ist das. Ist nicht gewaltig, aber ein bisschen. Und hier ist sowieso gerade keine Sau, weil ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, weil es Nacht ist. Und nachts geht hier nichts ab. Eine Gondelfahrt, ja! Na, schon immer von einer romantischen Gondelfahrt geträumt? Wo soll ich denn hin? Ich glaube, wir sollen zum Hotel, ne? Nein, Margo suchen. Ach, verdammt. Tschüss, Margo.
Ich glaube, das will sich wirklich keiner reinziehen. Ich glaube, wir hätten da wirklich auch zu Fuß hingehen können. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. Ja, ist okay. Na, wir sind so auf jeden Fall beim Hotel angekommen. Was brauche ich denn? So, leider sind wir jetzt wieder verdammt weit weg. So, wo muss ich hin? Ach, verdammt. Willst du dir das mal ansehen? Nein, will ich nicht. Na, wie wär's mit einer Gondelfahrt? Verzeihung. Manchmal muss ich noch husten. Die Fahrt überspringen, ja. Gut. Jetzt sind wir wenigstens am richtigen Ort angekommen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Hauen Sie rein. Wieso habe ich Erfahrung dafür bekommen? Willkommen in Accordo, Jungs. Sid erwähnte, dass ihr kommen würdet. Veskem Arma, zu euren Diensten. Der kleine Prinz ist groß geworden. Du erinnerst dich nicht? Naja, war es ja damals noch ein Baby. Okay, du kennst mich? Erdmonokel, lol. Wie gefällt euch denn euer erster Besuch in Altissia? Wenn ihr Fragen habt, beantworte ich sie gerne. Dieses Land gehört zu Niflheim, nicht wahr? Kein Grund, in den Untergrund zu gehen. Allerdings gehen die Imperialen hier frei ein und aus. Der Preis dafür, dass wir unsere Regierung behalten durften. Ein hoher Preis. Ein angenehmer Zustand ist es nicht. Alles, was wir tun, muss von Niflheim abgesegnet werden. Theoretisch müsste das auch für die Ansprache der Kanagi gelten, die ja anscheinend wieder von den Toten auferstanden ist. Zu Luna befragen. Stimmt das mit der Ansprache der Kanagi wirklich? Scheint so. Im Radio berichten sie ständig davon. Wo befindet sich die Kanagi? Vermutlich ist sie bereits in der Stadt. Allerdings hat sie noch keiner gesehen. Die Medien halten sich ebenfalls bedeckt. Höchstwahrscheinlich auf Drängen unserer Regierung. Außerdem hieß es, eine Delegation der Niffen wäre mit langen Gesichtern wieder abgezogen. Okay. Sind die Niffen mit Militär präsent? Präsenter als mir lieb ist. Aber die meisten Bewohner haben sich an den Anblick gewöhnt. Vor kurzem war sogar der Oberkommandant hier. Gab ein großes Hallo. Ravos? Nach all dem, was in Luzis passiert ist, war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis er auch hier aufkreuzt. Das Imperium begnügt sich nicht mit irdischer Herrschaft. Es greift auch nach den Sternen. Über Leviathan befragen. Deswegen sind wir hier. Gibt's was Neues zu Leviathan? Die See ist ruhig. Trotzdem plant die Regierung angeblich eine Öffnung des Altars. Für den Ritus, oder was? Auf der anderen Seite werden für die Bevölkerung massenhaft Nahrungsmittel und Hilfsgüter gebunkert. Man scheint davon auszugehen, dass die Göttin Zerstörung hinterlässt. Die Frage ist, warum soll der Ritus dann zugelassen werden? Gut, wenn etwas ansteht, seid ihr hier jederzeit willkommen. Danke, gut zu wissen. Werte Camellia, lang ist das her. Ich habe von ihrem hohen Besuch gehört. Sieh an, was sie nicht alles hören. Wer bist denn du? Meine Herren, machen wir es kurz. Mein Name ist Camellia Claustra. Premierministerin des Protektorats Accordo. Des Protektorats, das momentan die Kanagi in seiner Gewalt hat. Dass Niflheim großes Interesse an ihr zeigt, versteht sich von selbst. Was? Aber einfach so geben wir sie natürlich nicht her. Und vielleicht macht uns der König ja ein besseres Angebot. Ihr findet mich in meiner Residenz. Entschuldigt die Störung. Okay, nächster Halt, alte Troller. Lasst euch nicht täuschen. Unter der harten Schale steckt ein weicher Kern.
Ist das so? Sicherlich seid ihr erschöpft von der langen Reise. Ich schlage vor, dass ihr euch in der Stadt ein Zimmer sucht. Die Idee könnte von mir stammen. Okay, das Gipfeltreffen. Och Mann, jetzt muss ich zurück zum Hotel. Hallo, wohin soll's denn gehen? Zum Hotel, bitte. So, das überspringen wir aber. Ich glaube, da gibt es nichts Großartiges zu sehen. Viel Spaß! Melden Sie sich, wenn Sie zurück wollen. So. Hotel. Wie komme ich jetzt rein? Ah. Kentiana? Wenn der erwählte König sich für Kommendes wappnen möchte, kann er die Zeit für ihn zurückdrehen. Was? Ubra besitzt die Fähigkeit, dich in Erinnerung zurückzuversetzen. Du hältst die Möglichkeit beim Übernachten. Die Gruppe behält ihre aktuellen Statuswerte. Bei der Rückkehr in die Gegenwart kehren Miet-Chocobos automatisch zum Verleih zurück. Und die Rückkehr zur letzten Unterkunft bringt dich zurück zu Umbra. Was? Ich, keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. So, hä? Ich dachte, wir sollten zum Hotel. Wollen wir das mal machen? Wie teuer ist das? Guten Tag. Komm, machen wir mal kurz. Umbra rufen. Wir testen das mal. Umbra starrt dir direkt in die Augen. In Lucys Vergangenheit reißen. Telefon? Noctis, könntet ihr vielleicht vorbeikommen? In Lied gibt es lauter Beben in letzter Zeit. Die Jäger suchen nach der Ursache, haben bis jetzt aber noch nichts gefunden. Okay, wir schauen mal. Hey! Der Glaube versetzt Berge. Aha! Also ist das doch der Weg zurück. Wir haben wahrscheinlich wieder unsere Aufgaben. Ja, unsere Aufgaben sind alle wieder da. Alter, Infiltration der FAMO-Basis 46. Ich meine, wir sind es, klar. Irgendwie krass, ne? Und wenn wir denn schlafen? Hi. Hey, du! Gemüse anbauen. Noct, hör doch, unser Feld ist fertig. Du, Noct, willst du vielleicht auch was anbauen? Was denn zum Beispiel? Gemüse? Ihr könntet es als Proviant mitnehmen oder verkaufen. Und was muss ich tun? Ich gebe dir Saatgut. Kannst es ja mal ausprobieren. Okay. Hey du, wir haben Jared beerdigt. Besuch doch mal sein Grab. Er freut sich ganz bestimmt. Also wir reisen nicht in die Vergangenheit. Wir sind quasi in der Gegenwart. Wir reisen nur zur anderen Insel. Ja gut, und wenn wir schlafen, kehren wir dann zurück? Ist das so? Ey, das ist total weird. Ach, cool. Ja, wir machen natürlich weiter. Ich will jetzt weiter. Ich will jetzt wissen, was hier abgeht. Ich würde zwar gerne die Nebenquest weitermachen, aber ich möchte gerne wieder zurück auf deine Insel. Was habe ich gemacht? Ich habe zu schnell gedrückt. Ich dachte, das wäre eine Tür. Ich bin jetzt wieder in der Vergangenheit Insel. Okay. Okay. Pfötchen geben lassen? Was ist Pfötchen geben lassen?
Wow. Wow. Ist, das war voll awesome, Alter. Voll awesome. Okay, ich vermute mal, wir kehren gar nicht mehr aus der Gegenwart zurück. So, wir sind zurück. Oder können wir weiterreisen? Das ist ja verrückt. Ah. Und jetzt? Starten wir Camellia einen Besuch ab? Ach, als hätten... Wir müssen jetzt dahin. Ne? Regierungsviertel. Ja, eine große Wahl. Das Imperium hat Luna im Visier. Ein Kampf wird sich nicht vermeiden lassen. Ja. Nein! Ich auch so. Achso, ich dachte, ich hab die Gondel verpasst. Wohin soll's denn gehen? Ich hab schon gedacht, ich hab die Gondel verpasst. Ja, komm, wir überspringen, das will keiner sehen hier. Nicht mal ich! Aber das ist nur ein Restaurant, ne? Zauberwichse, cool. Ja, ich bin hier oben. Ist es möglich, dass wir den Ort doch erreichen? Ja. Ja, es ist möglich. Camellia war schon wieder im Mago? Ach, die Alte. So, so. Die Residenz betreten. Sobald die Verhandlungen mit der Premierministerin begonnen haben, kannst du nicht mehr in die Stadt zurückkehren. Okay. Habe ich gar kein Problem mit. Danke, dass ihr gekommen seid. Die Verhandlungen mit der Premierministerin stehen unmittelbar bevor. Jetzt kann Noctis noch beweisen, ob er wirklich das Zeug hat zum Staatsmann. Keine Ursache. Kommen wir gleich zum Punkt. Lage sondieren, nach Verhältnis zu Westcam fragen. Sind Sie mit Westcam liiert? Ich wüsste nicht, was das zur Sache tut. Ich habe euch nicht zum Plaudern gerufen. Momentan Nein. weiß ich lediglich, dass ihr der neue König von Luzis seid. Sie erwähnten, dass Luna in ihrer Gewalt ist. Ha. Geht es ihr gut? Natürlich. Aber ob ich sie Niflheim ausliefere? Hängt ganz allein von euch ab. Vielleicht könnt ihr mir ja Klarheit verschaffen. Was verspricht sich die Kanagi von der Anrufung? Die Frage ausweichen. Was tut das zur Sache? Die Kanagi trägt große Verantwortung. Sie darf die Götter nicht nach Gutdünken anrufen. Ich muss vor allem für die Sicherheit von Altissia sorgen. Deshalb würde ich gerne zunächst von euch wissen, was bei Titans Anrufung geschah. Er hat sie gar nicht zu interessieren. Der Riese ist auf Reisen gegangen. Ja, so kann man es auch nennen. Die Zeichen stehen auf Krieg. Doch Krieg kann ich hier nicht gebrauchen. Weder von Göttern noch vom Imperium. Zerstörung der Stadt ansprechen. Ein Kampf in der Stadt wäre tatsächlich verheerend. Evakuierungspläne sind bereits in Arbeit. Mut zu sprechen. Oh, viel Glück damit. Ihr seid etwas schwer von Begriff, was? Ich möchte euch einen Vorschlag unterbreiten. Helft mir, mein Volk zu schützen. Und ich werde die Zeremonie dulden.
Ich will nicht das oberste nehmen, weil das ist einfach Standard. Evakuieren? Aber was wird aus der Stadt? Euer Mitgefühl sei euch gedankt. Doch Häuser lassen sich wieder aufbauen. Schützt die Bewohner Altissias. Mehr verlange ich nicht von euch. Und eines noch. Nach dem Ritus sind mir die Hände gebunden. Ihr seid dann auf euch alleine gestellt. Okay. Klar, kein Problem. Wir erledigen das. Vielen Dank, Majestät. Es gibt schließlich nicht viele Krieger, die es sogar mit Luftschiffen aufnehmen. So lautet mein Angebot. Schützt mein Volk, bekämpft das Imperium. Sind wir uns in diesen Punkten einig? Ja, gut, okay. Ich drück das Oberste. Meine Fresse. Ja. Wir werden für sie kämpfen. Ist das so? Wunderbar. Ja. Ich verspreche, dass die Kanagi vorerst sicher ist. Und nur für den Fall der Fälle, sollte mein Volk in Gefahr sein, werde ich weder auf Kanagi noch Könige Rücksicht nehmen. Euch sollte klar sein, dass ich in meiner Position keinen Spielraum habe. Nö. Die Entscheidung fällt mir nicht leicht. Am liebsten würde ich gar nichts opfern. Doch das ist unmöglich. Pardon, es ist soweit. Zum Schutz der Bevölkerung benötige ich 3 Männer. Die Wahl liegt bei euch. Ach komm! Das Imperium überlässt nichts dem Zufall. Die Niflheimer Flotte nähert sich mit 4 Harponierern. Ihr stimmt mich recht zuversichtlich. Auch wir werden unser Bestes geben. Ja. Die Verhandlungen wurden mit gutem Ergebnis abgeschlossen. Yay! Ich meine, wozu habe ich denn die Möglichkeit zu antworten, wenn es immer das Oberste richtig ist? Das ist doch Kacke. Man muss doch mal nachdenken bei einem Spiel. Deswegen nehme ich nicht so gern das Oberste, deswegen habe ich auch das letzte Mal Kit vorgeschickt. Weil sonst immer das Oberste das Richtige ist. Und das ist völlig blöde. Ich werde tun, was ich tun kann. Gut. Deine Offenheit sei dir jedenfalls gedankt. Was soll ich sagen? Auch ich habe Mitgefühl hin und wieder. Der Verlust von Regis, der Verlust des Kristalls. Seit dem Tod der letzten Kanagi hat sich viel verändert. Das Imperium hat in den letzten 10 Jahren über die Stränge geschlagen. Der Tag des Ritus. Okay. Ja, ist schon cool, auch wenn das Wasser gerade noch ein bisschen lasch aussieht von Weitem. Während des Ritus muss die imperiale Armee von jemandem in Schach gehalten werden. Ja, sonst wird's nichts mit den göttlichen Kräften. Uns dreien hat man aber den Schutz der Zivilisten aufgetragen. Ja, aber vielleicht können wir trotzdem etwas für die Herren der See tun. Aha, und zwar was? Noct, spring rauf zu den Schiffen und schlag ihre Anker ab. Diese Harpunendinger, meinst du? 2 Schiffe weniger sollten reichen. Dann können sie die Göttin sicher nicht mehr zügeln. Guter Plan. Aber geh mit Bedacht vor. Wenn die Segnung misslingt, war alles umsonst. Handle den Umständen entsprechend. Okay. Verstanden. Okay, wir können gespannt sein, wie es enden wird. Aber eigentlich müssen wir doch zurück zur Startinsel. Was sollte das mit dem Hund? Ich verstehe es nicht. Vielleicht einfach nur, falls jemand wirklich hier in der Stadt bleiben möchte und gerne rumläuft, ich weiß es nicht.
oder auch irgendwas vergessen hat und zurück möchte, dass er das dann machen kann. Würde ich jetzt mal schätzen. Luna Freya Nox Fleuret. 12 Jahre ist es her. Notfalls droht ihr damit, den Dreizack im Meer zu versenken. Dann können sie nicht anders, als euch zuzuhören. Doch ihr wird gut bewacht. Besser noch als ihr selbst, werte Kanagi. Verstanden. Dann werde ich ihn am Altar entgegennehmen. Gut. Denkt daran, dass euch eine imperiale Eskorte begleitet. Ja. Betrachtet sie doch einfach als notwendiges Übel, um den Pakt zu schließen. Ich danke euch. Nach der Zeremonie steht es euch frei zu gehen. Aber wir werden euch nicht mehr schützen. Selbstverständlich. Ihr solltet jetzt gehen. Die Menge erwartet euch. Okay. Coole Braut. Jetzt finde ich es faszinierend, dass wir jetzt eine Viertelstunde lang eigentlich nichts machen, als den Bildschirm zu starren. Aber ich glaube, das ist bei so asiatisch, japanisch, wie auch immer, Spielen recht normal, dass man eine lange Zeit einfach nur zuguckt, kaum Entscheidungsfreiheit hat. Das ist eigentlich so das größte Problem, glaube ich, bei deren Spielen. Die Entscheidungsfreiheit ist ziemlich eingegrenzt. Bist du schon angekommen? Ja. Denk an den Plan. Ihr auch. Natürlich. So. Durch die Menge müssen wir uns jetzt buddeln und... So viele Leute. Dass so viele kommen. Zu Luna Frey, komm. Beziehungsweise erstmal die Anker abschlagen. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann drückt mir einen Daumen nach oben. Das motiviert mich und meine Let's Plays. Haut rein, euer Zero. Tschüss.